Ja, und die Variante, so wie ich es gerade gemacht habe, ist, glaube ich, mit am sichersten, dass man erst das Rohr hinpackt, aber noch nicht hinten mit anschließt. Und erst wenn man das Rohr komplett gelegt hat, dann wirklich hinten das finale letzte Rohr legen, dass dann das gefüllt wird, ne? Weil sonst immer das Problem sein kann, dass du irgendwo verrutscht, läufst über ein Förderband, verrutscht hier irgendwie und dann verbinden sich zwei Rohre, die sich nicht verbinden sollten. Und das wäre nicht so gut. So. Für Mini-Abstände. Ist das Maximum? Wer baut sowas? Warum? Ich mache das jetzt so. Dann baue ich die Wasserleitung lieber nochmal irgendwann um. Da ist Kupfer, da ist. Nee, warte. Gedankenfehler. Wir sind hier erst noch ein weiter. Irgendwie hier durch und da unten lang. So ist mein Plan. So, einmal um die Kurve. Nee. Ja. Natürlich. Ein Bäumchen ist im Weg. Falschen Baum abgeholzt. Jetzt aber. La 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 la. Nein, ich hätte noch tiefer gemusst. Nee, muss ich nicht. Ich springe hier einfach unter den Gleisen durch. Guck mal, wie ich das mache. Einfach so. Einfach zack, zack. Ja. Eigentlich brauche ich auch kein Lager, weil das Lager ist oben. Direkt an der Fabrik. So, dann so und dann, ja komm, können wir auch so machen. Huhuhu. Schön, wir haben Schwefelsäure hier. Nochmal so. Dann wollen wir mal eine Lok hinstellen. Die drehe ich aber gerne mal um. Danke. Brauche ich mich gar nicht um Kohle kümmern. Dann eins, zwei. Und ein Tankwaggon. Oder ich hätte den einzeln machen sollen, wa? Dass es einfach zwei unterschiedliche Züge sind. Dass ein Zug von da oben direkt bis nach da unten fährt und Schwefelsäure abliefert. Ja, das machen wir dann mal irgendwann. Genau, pump mal da ordentlich Schwefelsäure rein. So, du. Treibstoff, ne, Fahrplan. Also, vom Uranlager. Ich probiere das einmal. Inventar, leer, ne, Fracht. Aber welche Fracht? Er weiß doch gar nicht welche. Schaltungsbedingungen, inaktive Flüssigkeitsmenge. Zeitvergang. Fracht, oder? Fracht weniger 0. Ach so, okay. Wenn Uran weniger als 1 ist, darf er losfahren. Und wo ist denn jetzt die Schwefelsäure?
Die hat doch so ein lustiges Symbol. Flüssigkeiten? Flüssigkeiten. Bist du? Kann ich hier. Okay. Ach ja, ja. Ja, doof. Fracht Uranerz. Flüssigkeitsmenge habe ich da jetzt reingegeben. Also ich habe es da sogar noch vorgelesen. Schwefelsäure. Größer. Ich glaube, wir würden auch 25.000 reinpassen, gehe ich von aus. Zehntausend machen wir einfach mal. Ja, festlegen. Oder. Nee, nicht oder. Und. Ja, genau. Ah. Schön, dass man dann auch so einen Button hat zwischen And und Or. Aber ist schön, so kann man wenigstens, das war genau mein Problem, was ich hatte, und ich habe es gelöst. So, vom Uranlager geht's dann aber weiter zur Uranförderung. Und dort bleibst du wie folgt stehen. Du wartest, bis Uranfracht größer 49.999? Theoretisch ja, oder? 49.000? Was sind der zwei? Ach Quatsch, kriegen wir bis 2000 hinten rein. Gleich 4000 machen wir. Festlegen. Gleich 4000. Und dann Flüssigkeit. Schwefelsäure. Weniger als. Ja, was weiß ich denn? 5000. Mache ich jetzt einfach mal. Wir gucken, was passiert. Nein, und. Der ist am wichtigsten. Der ist mir nur so, Hauptsache kommt überhaupt was an. Bam. Ziel nicht erreichbar. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da muss doch ein Fehler sein. Das ist richtig, das ist richtig. Der ist voll. Wir gucken mal. Der würde den großen Kreis fahren, der würde hier rausfahren. Signal ist rechts. Er fährt und 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 fährt. Kann aber schneller fahren. Da oder hier rum oder hier. Alles klar. Aber ich brauche doch das und ich brauche doch. Da darf keiner, kann da keiner rauskommen. Ich mache da trotzdem mal ein Signal und gucke, was passiert. Und zwar an dieser Stelle, oder? Was passiert denn da? Fährt der jetzt? Ja, er fährt los. Sehr gut. Da hat also nur noch ein Signal gefehlt. Wir sollten nicht auf den Schienen stehen, das wäre kontraproduktiv für unser Leben. Ich sag's noch. So. Gut, dass ich Tanks mitgenommen habe. Zum Glück können wir 6 machen. Machen wir mal so. War jetzt doof. Aber hey. Das muss reichen. Jetzt will ich ja was sehen. Sie fördern. Guckt's euch an. Wir haben Uran. Wir kriegen Uran. Es wird eine Weile dauern. Ich weiß nicht. Guck mal, der ist schon leer.
Oh, das muss ich. Das muss ich anders machen. Schwefel, also es muss getrennt werden, auf jeden Fall. Weißt du, wie lange es dauert, bis hier 4000 Uran jetzt gleich drin sind? In der Zeit ist das hier locker leer. So, letzte Militärforschung auf dieser Stufe. Aber wir haben Uran. Also noch nicht, es wird zumindest erstmal abgebaut. Ja, ich glaube, es ist aber die sinnvoller, wenn wir oben von unserem Schwefellager direkt, was ja, glaube ich, dieses hier ist. Entweder wir machen den hier hin. Ich denke, hier oben drüber wäre fast besser, obwohl wir dann nicht mehr modular nach oben erweitern könnten. Muss ich mal was überlegen. Und dann machen wir hier einfach eine einzelne Lok mit einem einzelnen Tankwaggon, der dann immer nur von hier bis nach unten fährt, den Tank auffüllt. Der muss natürlich seine eigene Strecke haben, über seinen eigenen Bahnhof oder irgendwas. Ich baue mal den dann ein bisschen anders, dass er auch wieder so ein zweigleisiges irgendwas da drin hat, dass er einfach irgendwo ausscheren kann, um seine Schwefelsäure abzuliefern. Wie sieht's aus? Naja, schleppend, ne? So, was mache ich denn eigentlich mit dem Uranerz, wenn es ankommt? Müsste ich mir mal was überlegen. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wie der Aufbau von dem Atomkraftwerk funktioniert. Ich könnte einfach mal nach dem realen Aufbau gehen. Den kenne ich nämlich nicht, dadurch, dass ich mal in der 9. oder 10. Klasse in Physik eine Jahresarbeit über Atomkraftwerke geschrieben habe. War sehr interessant. Wie gesagt, bin ja auch Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Wo kommt denn unsere Uranverarbeitung hin? Hier zwischen wäre noch Luft, will ich aber nicht, weil da sicherlich noch andere Dinge hinkommen. Wir könnten sie unter die Ölverarbeitung machen. Ich glaube, dass die hier fast ausreichen. Zur Not können wir auf die andere Seite noch ein bisschen versetzt andere Öldinger machen. Also ich denke, wenn wir das hier machen, ist das schon okay. Glaube ich einfach mal. Wie spät ist denn das überhaupt? Ich habe ja keine Uhr hier. Mein Handy hier irgendwo? Warte mal ganz kurz. Oh. Da ist es ja. 11:51 Uhr. Ui, klingt ja nach Mittagessen. Schönen Samstag hier liegen und aufnehmen. Ja, ich denke, was hier so in die Richtung. Aber wir wollten ja Strom, wollte ich da hier oben haben. Wir könnten auch das Uran hier einmal so lang ziehen. Hier vermutlich. Und dann hier so nach oben. Und dann machen wir in die Richtung hier. Hier nach oben und dann so. Hier die Uranverarbeitung. Und alles verarbeitet kommt dann irgendwie in die Richtung, wo dann die Energieversorgung hinkommt. Hier ist ja bis jetzt noch die Energieversorgung. Die ist aber, glaube ich, schon wieder fast am Limit. Wenn ich das mal. Die ist nicht fast am Limit. Sie ist doppelt so stark belastet, wie sie eigentlich könnte. Großartig. Dann gehen wir da noch kurz hin, weil es dauert immer noch ein bisschen, bis unsere Kraftwerke dann laufen. Und wenn ich diese ganzen Forschungsdinger mal gesehen habe, kann man das irgendwie wiederverwerten, das ganze Uran. Also ich hoffe einfach mal, dass es dann irgendwann mal so ein Kreislauf wird. Und wir eigentlich nicht viel brauchen. Höchstens wahrscheinlich für die Munition. Toll, Martin. Ohne Dampfmaschinen und Heizkessel im Inventar wirst du hier oben nicht viel machen können. Aber ich wollte schon immer eine Runde um unser Heizkessel laufen. Um unsere Dampfmaschinen. Das entspannt, weißt du, so früh am Morgen einmal durch den Smog laufen. Und hier sehen wir auch gerade, warum laufen die auf Dauerlast und die gar nicht? Ich denke, wir brauchen sie für Strom gerade.
Hä? War doch gerade andersrum, oder? Jetzt mal ernsthaft, war doch gerade andersrum. Halt mich verguckt. Gut, dann machen wir Uran weiter. Dann ziehen wir den Uranbus schon mal nach hier oben, die Uranlinie. Man müsste es noch größer machen. Man müsste noch mehr Zeugs speichern. Warum habe ich eigentlich zwei Kohlezüge? Einer müsste doch reichen. Mache ich so beim letzten Mal. Ich klaue ihm einfach die Lok. Und den Waggon. Der bleibt so lange stehen, bis er leer ist. Und dann klaue ich ihn auch irgendwann und dann fährt er ja weiter. Das reicht dann völlig. Guck mal, jetzt kommen die wieder an, weil sie meine Kohle haben wollen. Oh. Finanzamt. Kommt an den Rand und will meine Kohle haben. Und die lassen sich auch nicht in Ruhe. Da kannst du nur wegrennen. Wo ist die Schweiz? Wir müssen in die Schweiz. Finanzamt kommt. Hui, Finanzamt ausgetrickst. Ha. Nee, was wollte ich machen? Richtig, ich wollte mein Uran, habe ich jetzt noch was? Nee, alles weg. Der kann weg. Jetzt weiß ich, warum ich so viele von den Dingern im Inventar habe, weil ich hier 50 bin. Na, guck mal, die kann auch mal weg. Das sind zu viele. Das kann weg. Die behalten wir. Die Station und alles kann erstmal hier rein. Signale, das und das. Das kann weg. Und das kann weg. Steine behalten wir mal. Und die können auch weg. Die Pumpen können weg. Die Umspannwerke behalte ich. Das sind Gleise und Bahnhöfe. Du siehst mir aus wie ein Bahnhof. Du siehst mir auch nach sowas aus. Und du bist auch zum B-Laden. Okay, der kann auch noch rein. Die Tankdinger hier. Lagertank, Lagertank. Er macht das, was ein Lagertank macht. Gebt acht. Er ist ein Lagertank. Nehmen wir auch vielleicht das schnelle Förderband, oder? Dann haben wir es hinter uns. Öl kommt er hier so lang. Wir gehen einfach an der Schwefelsäure lang, wa? Aber hier hinten runter und dann rüber. Falls wir unser Uranlager mal etwas erweitern müssen, dann haben wir hier gleich Platz. So, passt da noch eins. Da passt noch einer hin, sieht aber nicht schön aus. Machen wir das so. So, und dann... Ja, sieht alles nicht schön aus. Oh, noch eine Forschung. Nee, wir sind schon bei Lilanen angekommen. Alles klar, wir müssen jetzt also den lilanen Trank bis zur Forschung bringen. Aber ich glaube, ich mache erstmal das Uran hier weiter. Mal gucken, wann Uran ankommt. Wir lassen uns überraschen. Weil wir haben ja unser Förderband, ne? Ja. Ist ja schön. Geh mal dazwischendurch. Wenn es halt so schön passt, ne? Mal gucken, wann das erste Problem hier kommt. Das ist kein Problem. So und dann so. Hohoho. Oh, halali. Holla the Wood Fairy, ey. I think my pig pew. Nein. Ich
Ich nehme jetzt nicht den ganzen Weg nach unten auf, das wäre mir echt zu viel. Nee. Dann machen wir das so. Nee, ich möchte rot haben. Ey, ganz ruhig hier mit der jungen Pferde. So. Stört uns das? Ich glaube nicht, wa? Nö. Da werden die Eisenplatten halt mal ein bisschen vom Uran geküsst. Ne? So eine leichte, leuchtende Note ist doch auch was Feines. So, damit hätten wir unser Uran hier oben, wenn es denn mal irgendwann ankommt. Okay, sollte da auch ein Lager sein? Nein, muss nicht. Wir schauen mal, wir brauchen... Produktion war das, ne? Genau. Ein Kernreaktor. Was macht der denn? Der Kernreaktor macht ja eigentlich nur heiß Wasser, oder? Vereinfacht ausgedrückt. Durch Kernreaktion wird Wärme oder entsteht Wärme und die Wärme geht ins Wasser, damit wird das Wasser heiß. Was soll er dann? Okay, ja, Wärmetauscher ist okay. Also wenn wir vom... Der Kernreaktor wird sicherlich Frischwasser brauchen. Und Uran. Dann wird heißes Wasser rauskommen durch die Wärmeleitung, denke ich einfach mal. In den Wärmetauscher. Könnte sein. Weil das ist dann der Kreislauf mit dem verseuchten Wasser. Dann vom Wärmetauscher müsste es eigentlich in die Dampfturbine gehen. Wer erzeugt denn den Dampf? Der Wärmetauscher erzeugt doch nicht den Dampf. Macht das vielleicht die Dampfmaschine? Verbraucht Dampf. Der Heizkessel, der erzeugt Dampf. Kann ich nicht dann einfach den Heizkessel an die Dampfturbine anschließen? Maximale Leistung 5,8 Megawatt. Und er? 900 Kilowatt? Braucht 30 die Sekunde? Braucht 60 die Sekunde? Maximaltemperatur 500, Maximaltemperatur 165. Hier kann ich da nicht einmal mit Wasser und Kohle so ein Ding beheizen und damit die Dampfturbine antreiben? Wäre das nicht in Ordnung? So, was haben wir hier noch? Das waren die Module, hier ist was Grünes. Effizienzmodul. Hier ist auch was Grünes. Zentrifuge. Verarbeitet Uran, Erz und spaltet das Uran 235 und 235. Okay, unser Uran kommt also erstmal in die Zentrifuge, würde ich sagen. Rohre, elektronische Schaltkreise. Wie viel brauche ich? Beton? Oh nee, ich habe keinen Beton. Ziegelsteine, Eisen, Erz und Wasser? Ziegelsteine ist wieder ein Problem. Ich brauche Steine. Ach, Mann, oh. Das ist immer ein, wie sagt man so schön? Hexenkreis? Teufelskreis. Das war's. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Warum ist hier eine Unterführung? Ich glaube, da war damals die eine alte Kohlemine, oder? Die Linie meine ich, nicht Mine. Guck mal, wie der wegfrisst. Weggefressen wird. Die habe ich, glaube ich, nur gemacht, dass man nochmal durchlaufen kann. Warum auch immer, weil wir können auch so über das Förderband laufen. Ich wollte sagen, jetzt war ich wieder außerhalb des Logistikbereichs kurz, genau. Hab man gesehen, weil die wieder abgedreht sind. War ich im orangenen, nee, nicht mehr im orangenen Feld. Kann ich Beton nicht mal auf einfache Weise erstmal machen? Oh, tut die Ohren weh. Dann mal meine Kopfhörer richtig richten. Richtig richten? Eigentlich die Kopfhörer abnehmen, ja? Dann höre ich mich erstens ein bisschen besser. Zweitens sind die Ohren schön frei. Und drittens
Ja, merkt ihr das eh nicht, ob ich Kopfhörer auf habe oder nicht. Gut, gut, gut. Wo mache ich jetzt Beton? Beton könnte ich noch. Was brauche ich nochmal für Beton? Eisenerz, richtig. Eisenerz, Wasser und Ziegelsteine. Gott, wer macht denn so Blödsinn? Eisenerz habe ich doch bloß hier. Muss ich hier nochmal abzwacken? Und dann gehe ich hier einfach unter der Produktion durch. Zack. Mach ich das hier? Ich habe hier Wasser. Ich habe keine Ziegelsteine. Ja, die habe ich eh gerade nicht. Bis wohin habe ich denn Ziegelsteine gelegt? Von wo kommen denn Ziegelsteine? Wo ist das leere Förderband der Ziegelsteine? Das könnte es sein. Ja. Also ich muss jetzt noch Steine dann irgendwie nach da unten verfrachten. Eieieiei. Falsche Taste. So, ne? War noch Ziegelsteine da oben, oder habe ich mich jetzt verguckt? Dass ich das wieder auf Blödsinn hinbaue. Ziegelsteine. Sehr gut. Das kommt auch mal kurz weg. Das kommt hier, dann eigentlich so, aber ich muss das anders machen. Der kommt ja danach da. Und dann so. Kann man so machen, oder? Ist nicht hübsch, aber zweckmäßig. Zeigt her eure Steine, zeigt her eure Schuhe. Wir wollen doch Uran machen. Und zwar ganz schnell im Nu. Ja, ich lasse es ja schon. Jetzt ziehen wir hier noch was hier durch. Nein. Und dann rüber. Ja, ich sag mal, im zweiten Durchgang würde es so eine lange Förderbänder mit so einem größeren Geräten nicht mehr geben. Also die sind alle noch okay. Auch hinten diese Motoreinheiten, die würde ich dann, glaube ich, jedes Mal erst vor den einzelnen Produktionslinien produzieren. Was wohnen wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich habe hier noch Wasser. Ich brauchte was? Wasser, Beton und, nee, Eisenerz, Ziegelsteine und Wasser, genau. Ich könnte hier so durchgehen und dann hier nochmal runter. Wasser haben wir hier oben, das kriegen wir runter, das ist nicht das Problem. Aber Eisenerz, wieso nicht? Ich habe gedacht, ach komm, Beton. Brauchst du nicht. Du lässt deinen Pflasterweg da oben. Hat zwar nur 130% für die Laufgeschwindigkeit, aber das ist mir egal. Aber wir sehen ja, was Factorio dazu sagt. Du saublöder. Hier. Nö. Gut, dass ich nicht gerade bei den Rohren war. Was kam mir an Steine? Kupfererz. Ich könnte es hier abzwacken. Zack. Und dann geht's einfach hier rüber und hier runter. Ich glaube, das mache ich auch, wa? Ja. Da kenne ich nichts. Dann machen wir einen schnellen Teiler hin. Machen wir das so. Genau, unter den da rüber und dann gleich nach da. Ja, das gefällt mir.
So. Dann mal do und machen wir direkt. Ja, sieht cooler aus, ne?